Ihr Arzt spricht nicht nur mit Worten mit Ihnen, auch nicht mit seiner Mimik allein, sondern ganz viel auch mit seinem Körper. Und es lohnt sich, diesen gut zu beobachten. Da kann man eine Menge von ableiten. Wenn Ihr Arzt die Arme verschränkt, sollten Sie sehr gut auf den Kontext achten. Klar, die meisten werden denken, er ist gerade sauer, er grenzt sich ab. Das mag auch sein, wenn Sie gesagt haben, sein Wartezimmer ist unordentlich oder die Wartezeit war viel zu lang. Vielleicht entspannt er aber auch einfach nur, er will Sie jetzt mal in Ruhe reden lassen und nimmt sich gemütlich zurück. Dann ruhen sich die Arme auf seinem Leib aus und Sie haben freie Fahrt. Die offenen Hände, Sie spüren es sofort, sie sind einladend. Sie bedeuten, dass Ihr Arzt offen ist für das, was Sie ihm jetzt erzählen. Ist er allerdings gestresst und würde sich wahrscheinlich wünschen, dass Sie schnell zum Punkt kommen, dann reibt er und würgt seine Finger und Hände. Das ist keine komfortable Situation, in der er sich befindet. Hingegen das Hände warm reiben bedeutet Aufbruch. Wahrscheinlich hat er einen guten Plan für Sie. Der erhobene Zeigefinger bedeutet Dominanz. Ist nicht sehr sympathisch, ist nicht sehr warm. Hier will er, dass Sie sich konzentrieren und ihm folgen. Und wenn der Arzt dann etwas auf dem Papier zeigt, hier, Ihr Behandlungsplan, dann ist das ebenfalls eine sehr überlegene Geste. Viel einladender und freundlicher und wahrscheinlich auch motivierender wäre es, zu zeigen, hier, das ist das Angebot, Sie können es annehmen. Aggressiv wiederum die doppelte Pistole. Hier müssen Sie mit Gegenwehr rechnen. Und auch das Stachelschwein, wenn Sie das sehen, bedeutet Abwehr. Irgendwas passt Ihrem Arzt gerade nicht. Aber dieses Zeichen, das sollte Ihnen bekannt vorkommen. Souveränität und Ruhe in der Arztpraxis, die Merkel-Raute. Das hier ist Bärchen, er spielt jetzt meinen Patienten. Außerhalb von Infektionszeiten ist es ja durchaus üblich, sich die Hände zu schütteln. Und das ist auch gut so, denn es fließen eine ganze Menge Informationen dabei und es verbindet. Die Berührung ist schön. Wenn ich einen Patienten habe, der so einen ganz schlappen Händedruck hat, dann weiß ich, den muss ich erstmal ein bisschen stärken. Vielleicht hat er Angst. Und auch Ärzte mit einem schlaffen Händedruck, wer weiß, ob die so resolut sind mit ihrer Therapie. Allerdings der Eroberer, der feste zupackt, ein Arzt mit einem festen Handgriff, von dem könnte man womöglich erwarten, dass seine Therapie gut durchgezogen wird, dass er einen Plan hat. Hingegen der so doll die Hand schüttelt und überhektisch ist, der alles durcheinander schüttelt, womöglich überspielt er eine gewisse Unsicherheit. Und dann gibt es ja noch den Narzissten. Hallo! Und mit großer Geste, der braucht Bewunderung.